Heute zeige ich Ihnen, wie man Alarme für Temperaturabweichungen konfiguriert. Klicken Sie hierzu auf Alarmverwaltung und dann auf Alarmeinstellung Kanäle. In der Tabelle in der Mitte sind alle Messkanäle des Systems aufgelistet. Um einen neuen Alarm hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in ein leeres Feld unter Alarmgruppe. Gehen Sie über In neue Gruppe einfügen und Alarm. Benennen Sie Ihre Alarmgruppe. Bei Grenzwerte definieren Sie den unteren und oberen Grenzwert. Unter Systemalarme definieren Sie, bei welchen weiteren Vorkommnissen alarmiert werden soll. Unter Alarmbedingungen stellen Sie die Verzögerung für untere und obere Grenzwertverletzungen sowie die Zeit, nach der bei quittierten Alarmen erneut alarmiert werden soll, ein. Unter Alarmausgaben an der Base stellen Sie ein, wie Alarme an der Base sichtbar gemacht werden sollen. Haben Sie alle Alarmeinstellungen vorgenommen, klicken Sie auf Eingaben übernehmen. Wechseln Sie nun zurück zu stationären Zonen. Die Alarmeinstellungen werden nun an die Base übertragen.